Hi Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Lunetra oder auch Luni genannt, ganz wie ihr möchtet. Heute gibt's mal wieder eine neue Folge Bellride und bitte entschuldigt das Chaos hinter mir. Ich bin gerade dabei, mir so ein richtig cooles Setup zu machen, damit es auch für euch cool ausschaut. Also sorry dafür. Außerdem probiere ich gerade ein paar neue Videoeinstellungen, Aufnahmen und so weiter aus. Also sollte da noch irgendwas nicht ganz so hinhauen, tut's mir auf jeden Fall leid. Ja, mir ist mal wieder ein Malheur passiert, beziehungsweise ich weiß wieder nicht, wie das passieren konnte. Auf jeden Fall habe ich schon ein Bellride-Video gemacht, in dem ich Farnworth befreit habe und mir Arbeiter geholt habe. Es war jetzt tatsächlich nicht ganz so spektakulär, weil von den Zurückeroberern nur 4 Stück kamen. Deswegen war es eigentlich easy. Aber die Aufnahme ist eigentlich für ein A und deswegen kann ich sie euch leider nicht zeigen, denn sonst hätte ich ein komplettes Voice-Over machen müssen und dafür habe ich leider aktuell überhaupt keine Zeit. Macht nichts, wir werden ja wahrscheinlich noch genug Städte zusammen befreien. In dem Zusammenhang vergesst nicht, einen Like da zu lassen, ein Abo und die kleine Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. So Leute, und jetzt nur noch eins, joint meinem Discord, da haben wir wirklich eine saucoole Community. Und jetzt aber, let's go. So, ich bin jetzt auch wieder zu Hause aufgewacht, weil ich nämlich gerade von jemandem gekillt wurde. Ich wollte eigentlich beim letzten Part noch meine Quest hier beenden, schleichender Tod, töte den Bastard. Das habe ich mir aber ein bisschen zu leicht vorgestellt, beziehungsweise war nicht darauf vorbereitet, dass der mich gleich wieder angreifen wird. Deswegen liegt jetzt hier unten irgendwo auch mein Leichnam. Ja, genau hier, den müssen wir uns dann auf jeden Fall holen. Und hier seht ihr Farnworth. Dorf wurde befreit. Genau. Das heißt, ich habe mir eben auch, lass mich mal gucken, hier in der Siedlung Bevölkerung, nicht Bronx, sondern Lunetria. Ich habe mir einen Bauern geholt dort, oder? Nein, Quatsch. Ich habe mir einen Gastwirt geholt. Und einen Arbeiter. Ich wollte aber hin und mir nochmal einen anderen Arbeiter holen. Und die Einstellungen, die mache ich dann sowieso auch nochmal anders. Und ich glaube, habe ich schon ein weiteres Haus platziert? Ich glaube nämlich schon. Sonst sind die obdachlos. Genau, hier habe ich es platziert, das passt. Was habe ich denn eigentlich jetzt alles im Inventar? Nix mehr. Stimmt, weil ich ja gestorben bin. Das heißt, wir brauchen dringend irgendwelche Waffen. Ich nehme jetzt mal 2x Pfeile mit. Das passt auf jeden Fall. Dann holen wir uns hier aber auch nochmal. Ich nehme mal ein Schild mit. Und. Ah, halt, da sind ja auch noch Verbände. Die darf ich nicht zu kurz kommen lassen. Und ich hätte gerne noch eine Waffe, die ich mitnehme. Sonst macht das ja keinen Sinn. Aber die sind, glaube ich, hier drin. Ich habe doch so eine Waffe gemacht. Naja, egal. Ich tue jetzt einfach die Streitaxt mitnehmen für alle Fälle. Und dann muss ich eigentlich nur noch was essen. Dann kann es nämlich auch schon losgehen. Haben wir irgendwas Schönes? Oh ja, ein Fleischeintopf. Ein großes Stück geräuchertes Fleisch und einen feinen Eintopf. Sehr schön. Hier sind auch noch 2 Verbände drin. Die nehmen wir auch gleich noch mit. Beziehungsweise können wir uns ja mal ganz kurz verbinden. Heilsalbe habe ich leider noch nicht. Die muss erforscht werden. Dafür brauche ich aber Harz. Und für Harz brauche ich die Köhlerei. Und die wird gerade gebaut. Genau. So, wir benutzen also das Reiseschild und Düsen darunter. Hier ist auch mein Leichnam, den nehmen wir mal mit. Oh, da habe ich sogar 3 heilende Salben dabei. Was mache ich denn so? Hat das jetzt alles reingepasst, ja? Ja, cool, sehr schön. Warum sich die Nägel nicht stacken, das frage ich mich tatsächlich immer noch. Aber gut, okay, das ist wohl eine Frage, die ich euch nicht beantworten kann. Dann lasst uns mal hinter zum Bastard. Okay, da hinten ist also sein blödes Zelt. Ich hole natürlich mal den Bogen raus, denn ich muss ihn ja erledigen. Jetzt schauen wir mal, ob ich ihn irgendwie treffen kann. Wo rennt er denn jetzt hin?
Ich schieße jetzt einfach mal dahin. Kommt er? Ja, er kommt. Okay, Concentration. Konzentratione. Ach komm, ist doch nicht dein Ernst. Ah ja. Okay. Also diesmal ging es tatsächlich relativ einfach. Was hat er denn hier? Die Giftprobe. Wir haben irgendwie keinen Platz mehr. Wisst ihr was? Dann schmeiße ich die Kupfernägel weg und auch den Stein, weil das ist ja easy peasy schnell gemacht. Und dafür muss ich natürlich die hier mitnehmen und ja, das ist auch nicht schlecht. Machen wir es so. Cool. Gut, dann müssen wir die Giftprobe zu Callista Dalton in Horndin bringen. Das ist dann wieder da unten. Dann düsen wir im Sauseschritt. Und ich nehme euch mit auf dem Abenteuerritt. Nee, vergesst es einfach. Ihr kennt mich ja. So, jetzt lasst mich mal überlegen, wie viele Dörfer habe ich noch zu befreien? Ich habe noch Blackridge Pool. Ich habe noch hier, ist es jetzt Herndin oder Horndin? Es ist Horndin. Ich habe noch Horndin, Blackridge Pool und dieses Kashmir, wenn es so heißt. Da war ich aber noch nicht mal. Das heißt, da muss ich auch erstmal voll reinhasseln, um das alles durchzuquesten. Und dann kommt wahrscheinlich die Quest, Lord Ashburn um die Ecke zu bringen. Aber die habe ich natürlich noch nicht. Und es gibt immer noch keinen Fallschaden. Das gefällt mir. Ansonsten ist es mal wieder chillig, hier in Bellride reinzuschauen. Ich muss auch unbedingt mal mein Dorf ein bisschen besser organisieren. Denn das ist einfach nur ein Kauderwelsch vom Feinsten. Aber gut, jetzt habe ich ja auch wieder neue Arbeiter. Wir gehen dann auch gleich mal zurück und gucken, ob ich mir da noch einen Arbeiter holen kann. Punkte habe ich ja genug. Und dann werden wir, glaube ich, als nächstes Blackridge Pool erobern, wenn wir dann die Quest dafür haben. Vielleicht stelle ich dann den Schwierigkeitsgrad auch nochmal um eine Stufe höher, weil es waren halt echt nur 4 Leute. Warte mal, Callista. Hier, ich habe deine Probe. Was kriege ich dafür? Gewürzte Zwiebelsuppe und Dingsy-Dingsy. Und ich habe natürlich wieder keinen Platz. So, Stroh kommt weg. Das brauche ich unbedingt. So, dann kommt das alles mit. Ach Mann, Leute, echt. Wunderbar. Was hast du denn eigentlich? Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, okay. Gucken wir mal, was die Quests uns sagen. Glut, bringe 3-mal Holzkohle. Ja, Holzkohle habe ich leider auch noch nicht. Ist ein bisschen belastend und, wir haben aber hier hinten noch eine Quest, die ich wieder annehmen kann, denn ich bin gerade irgendwie ein bisschen questarm, ehrlich gesagt. Bist du das? Ja. Ach so, das bist ja du schon wieder. Unsere Nahrungsmittelvorräte sind im Moment stabil, deshalb möchte ich mich mehr auf die Heilung konzentrieren, aber ich kann nicht alles alleine machen. Wie kann ich dir helfen? Ich brauche dich, um eine Kräuter aus den nahegelegenen Wäldern zu sammeln. Ja, okay. Ich brauche auch einen kleinen Rucksack. Gib mir die Liste, ich werde sehen, was ich tun kann. Diese Quest verfolgen. Ein kleiner Rucksack, 3-mal Knoblauch, 5-mal Salbei, 3-mal Half. Half. Ich bin's der Half, nein, Hanf. Das sollte aber, glaube ich, kein Thema sein. Das können wir, denke ich, easy peasy machen. Jetzt schauen wir mal. Wie wäre es denn, wenn wir vielleicht zuerst mal ganz kurz dann nach Farnworth reisen? Wo ist es? Hier. Und gucken nochmal schnell nach so einem Typi. Und hier steht da auch mein Dorfglockenturm noch. Ist kein Rückeroberungstrupp gekommen, zum Glück. Aber gut, kann ja auch nicht. Ist ja quasi jetzt der Tag danach. Ich brauche einen Arbeiter, Leute. Wer meldet sich freiwillig zum Dienst? Du vielleicht. Bleib mal stehen, Matt Damon. Möchtest du mir helfen? Nein, er braucht nämlich Bellride dafür.
Was für einer? Da hinten rennt aber noch einer oberkörperfrei rum und das sind die Arbeiter. Wie schaut's mit dir aus? Magst du mir helfen? Du bist, glaube ich, sogar ganz chillig. Dann nehmen wir dich mit. Peyton. Ich bin's, Peyton. Du musst nach Lunetria und bist mein Arbeiter. Und jetzt kannst du nach Hause gehen. Cool, dann haben wir das auch. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, dass ich mir hier noch... Ja, wartet mal, ich könnte mir doch eigentlich noch irgendjemanden holen, oder? Also, ein Bettler jetzt nicht unbedingt, aber irgendjemanden anderen noch. Prentice Heiler? Der ist aber grimmig. Ich will keine grimmigen Leute. Lilias, was ist mit dir? Ernten und Jagen ist nicht schlecht. Viel Fraß. Okay, aber das stört mich nicht. Du darfst also auch mitkommen. Lunetria, Arbeiter. Und wir düsen dann in dem Zug auch nach Hause, damit wir die Sachen zusammenkratzen können. Okidoki, was wird denn hier angebaut? Zwiebeln. Dann muss ich, glaube ich, einmal hierher in die Weberhütte für den Rucksack. Oder täusche ich mich? Rucksack? Wer konnte denn nochmal diesen Rucksack machen? Gute Frage, nächste Frage. Achso, nee, halt, stopp. Hier, Weber verwalten. Auch nicht. Wo war denn der Rucksack, Leute? Ja, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass Arbeiter von mir auch einen kleinen Rucksack hatten. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wer alles. Müssen wir mal kurz gucken. Wer bist denn du? Du bist der Gastwirt. Dich brauche ich gerade nicht. Hallo, seid ihr denn alle eigentlich? Ich muss auch hier vielleicht nochmal ein Häuschen hinstellen. Das ist vielleicht wichtig. Haus. So, das stellen wir jetzt einfach dahin. Und Leute, ich brauche euch. Okay, ich glaube, die sind alle da hinten beschäftigt. Mit dem Bau der Köhlerei. Hier, Lubomir. Nee, Quatsch, weil er ja... Ach, mein Gott. Okay, Odo braucht einen Verband. Kann er haben. Jetzt hat Inventar. Tasche. Kleiner Rucksack. Wo klick ich denn den kleinen Rucksack her? Ich gehe mal ganz kurz zur Forschungsbank. Und dass wir Winter haben, finde ich jetzt irgendwie auch nicht so toll. Kleiner Rucksack. Hier, den müssen wir erst erforschen. Ist aber überhaupt kein Problem. Dann machen wir das. Und in der Zeit gucke ich mal nach den anderen Zutaten. Muss nur mal gucken, wo ich das ganze Zeug habe. Also 1, 2, 3, 4, 5 mal Salbei. 3 mal Knoblauch. Und 3 mal Hanf. Wo ist Hanf? 1, 2, 3. Ja, cool. Dann haben wir das auf jeden Fall schon und brauchen also nur noch den kleinen Rucksack. Ich denke, dann gehe ich mal schlafen, denn es ist jetzt bald soweit, dass wir schlafen können. Und dann schalte ich euch wieder dazu, sobald der kleine Rucksack fertig ist. Oh ja, chillig, den Speisebeutel können wir ja auch schon erforschen. Das machen wir auf jeden Fall noch danach. Das ist nämlich richtig gut. Mit diesem besonderen Rucksack kannst du extra Nahrung für dich und deine Gefährten mitnehmen. Sehr cool. So, ich hoffe, da kommt jetzt auch mal jemand, der es erforscht. Hallo. Hallo. Hier ist euer Master of Disaster. Wusstet ihr eigentlich, dass man das tatsächlich studieren kann? Ich habe mich totgelacht, als ich das gelesen habe. So, naja, wir warten dann einfach mal weiter, bis hier jemand unseren kleinen Rucksack fertig erforscht hat. Und wir haben jetzt endlich diesen blöden kleinen Rucksack freigeschaltet. So, den müsste ich jetzt aber hier in Auftrag geben können. Kleiner. Hö? Wo kann ich denn diesen blöden kleinen Rucksack machen? Wir gehen auf Siedlung und suchen uns in Lunetria die Gerberhütte und machen den kleinen Rucksack. Und zwar zweimal, denn dann kann ich auch einen benutzen. Hier auf 1, was braucht denn der? Nur Rohhaut, ja, das ist ja Chili Vanilli.
Dann soll sie mal den kleinen Rucksack herstellen und wir machen ganz kurz. Oh, Reclamation Party incoming für Farnworth. Ich möchte aber, dass ihr den Speisebeutel erforscht. So, und was könnten wir denn noch in der Zeit so Schönes machen? Gute Frage. Hier muss ich auch unbedingt nochmal die zwei Banditenlager wegmachen. Dann, das habe ich auch noch nicht geschafft. Das muss ich auch nochmal wegmachen. Die Party ist in vollem Gange. Ich bin aber nicht eingeladen worden. Deswegen werde ich auch nicht erscheinen. Und genau, die beiden sind hier immer am Rumwuseln, aber irgendwie untätig. Ich weiß nicht. Da muss ich auch mal wieder vorbeigucken. Und dann würde ich vielleicht sagen, dass wir uns dann im nächsten Part auch einfach mal Crushmere anschauen. Denn da waren wir ja überhaupt noch nicht. Na gut, also, ja, du kannst auch mal wieder verschwinden, du Anzeige, denn du störst. Jetzt will ich aber trotzdem mal gucken, wo ist denn meine Gerberhütte? Das gibt's doch gar nicht. Ist das die hier? Ja, die ist es. So, 6 Dinger sind schon drin. Das heißt, du kannst doch eigentlich loslegen. Mein guter Lubomir. Das hier ist die dümmste Erfindung, die es jemals gab. So, einen Rucksack haben wir und Lubomir. Ich glaube, du hast den zweiten, oder? Nee. Ach, wo ist denn der zweite hin verschwunden? Den würde ich schon eigentlich gerne mal ganz kurz finden. Da ist er. So, können wir den gleich irgendwie ausrüsten? Ach so, haben wir jetzt gerade schon. Ja, das heißt, die Tasche kann von mir aus irgendwer anders haben. Und zwar du. Dann hast du mehr Platz. Okay, dann haben wir alles zusammen und können dann wieder zu unserer guten Dame nach Juandin reisen. Wo sind denn eigentlich unsere guten Briganten? Ach, die sind bald da. Macht euch keinen Stress, genießt eure Party. Ist überhaupt kein Problem, wir haben andere Sachen zu erledigen. Da hinten düst sie. Wie hieß sie denn nochmal? Callista. Was die Kräuter und den Rucksack angeht, um die du gebeten hast. Hier sind sie. Danke, ich werde das im Hinterkopf behalten. Und wir haben wieder coole Sachen bekommen. Hat sie noch eine Questie für uns? Kann ich dir helfen? Ich brauche immer noch einen Sturdy Falkion und einen Sneaky Dagger für meine Experimente. Ich werde euch bringen, was ihr braucht. Ah, ein robuster Falkion. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Und ein heimlicher Dolch. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Wahrscheinlich müssen wir das wieder erforschen. Ja, Leute, ich glaube, der Part hier ist mal wieder ein bisschen langweiliger als die anderen. Heute ausnahmsweise mal nichts zu befreien. Wir könnten aber... Lasst mich mal kurz gucken. Farnworth, dann reisen wir doch ganz kurz mal nach Blackridge Pool. Und geben mal die alten Münzen ab, damit unser Ruf dort steigt und wir dann demnächst auch das da befreien können. Es war der Marcel Dobbins, genau. Ich habe was Besonderes für dich, mein Guter. Und zwar hier diese alten Münzen. Und unser Vertrauen ist um 150 gestiegen. Was sind wir denn, ein Freund? Okay, wir brauchen also noch ein bisschen hier an Vertrauen. Jetzt ist halt die Frage, warum ich eigentlich so wenige Quests habe, weil ich meine, hier fehlt mir jetzt noch was. Und in den anderen war es ja eigentlich genauso. Da habe ich ja überwiegend auch hier für Farnworth irgendwelche Sachen gebaut, um den Ruf zu kriegen. In Hornin und in Bradford oder Pet Store war es, glaube ich, anders. Da hatte ich genug Quests, um mir diesen Ruf zusammen zu farmen. Aber hier bei denen, ist es bei euch vielleicht auch so? Oder... Ist das jetzt nur bei mir oder bilde ich mir das ein oder wie? Oder was? Ananas. Farnworth ist besetzt. Okay. Die Rebellen haben die Stadt gecrushed. Das sind Partycrasher. Also, was brauchst du? Einen robusten Falkion. Okay, war ja klar.
Und den heimlichen Dolch habe ich dann mit Sicherheit auch nicht. Müssen wir also wieder zu unserem Forschungstischchen. Wo gerade aber noch der Speisebeutel erforscht wird, weil eine Baumwolle fehlt. Naja. Aber hier tatsächlich habe ich das nicht, was da steht. Ein robuster Falkian und ein heimlicher Dolch. Okay, ich wollte jetzt aber mal ganz kurz auch hinterschauen zum Rathaus. Um zu gucken, wie weit die eigentlich schon sind mit der Köhlerei. Hier entsteht gerade die Bäckerei und ich glaube, die Köhlerei ist auch immer noch nicht fertig. Da fehlt mir irgendwie immer so viel an Lehm. Ich weiß auch nicht warum, aber den stellen die einfach so ultra langsam her. Ist nicht mehr feierlich. Ja genau, fehlt nur noch Lehm. Habt ihr da vielleicht einen Tipp, wie man das irgendwie schneller machen kann? Okay, hier ist der heimliche Dolch. Dann nehmen wir den zuerst. Eisenbarren, oh, Weißblech habe ich aber nicht. Und wo war der robuste Falkian? Gute Frage. Ich sehe ihn nämlich nicht. Ich sehe ihn nicht, oder ich bin blind. Vielleicht brauche ich dafür auch ein anderes Gebäude. Also Rüstungsmacher wird es wahrscheinlich nicht sein. Vielleicht brauchen wir den Schmied dafür. Ich habe keine Ahnung, Leute, weil für den Schmied brauche ich Stahlbarren und Stahl habe ich auch noch nicht. Also fragt mich nicht. Ich denke aber, dass ich den Part dann an der Stelle auch beenden werde. Ich hoffe natürlich, euch hat der Part trotzdem gefallen, auch wenn er jetzt nicht so actionreich war. Die Action wird auf jeden Fall noch kommen, denn wir haben noch genug zu befreien. In dem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns im nächsten Part. Bye!